Eine der Schöpfung Allahs ist die Zeit. Die Zeit ist eine Schöpfung Allahs. Die Wichtigkeit der Zeit wird uns umso deutlicher, wenn wir den Koran betrachten. So schwört Allah subhanahu wa ta'ala in zahlreichen Versen bei der Zeit und richtet so unsere Aufmerksamkeit auf dieses Geschöpf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Diener wird am Tage des Gerichts keinen Fuß rühren, bis man ihm 4 Fragen stellt. Über sein Alter und wie er es verbrachte, über seine Jugend und wie er sie nutzte, über sein Vermögen und wie er es erlangte und ausgab, und schließlich über sein Wissen und was er damit tat. Man sagt, die Jugend ist der Gipfel des menschlichen Lebens. Warum? Dies ist jene Zeit, in der wir am leistungsfähigsten sind, in der wir Kraft haben, Neugierde und Interesse. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Allah ist es, der euch zuerst in Schwäche erschafft. Hierauf verleiht euch nach der Schwäche Kraft. Hierauf verleiht er nach der Kraft Schwäche und weißes Haar. Doch betrachten wir die Realität, liebe Geschwister. So sehen wir, dass wir Muslime den Wert der Zeit nicht mehr zu schätzen wissen. Wir wissen nicht mehr, wie wir unsere Jugend nutzen sollen. Wir versammeln uns, um über Angelegenheiten zu sprechen, die nichts mit dem Islam zu tun haben, die nichts mit den Muslimen zu tun haben. Wir spielen irgendwelche Spielchen, unterhalten uns über andere, lästern. Es werden Sätze verwendet wie: Achi, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder: Bruder, komm, lass uns die Zeit totschlagen. Diese Menschen töten nicht die Zeit. In Wahrheit töten sie nur sich selbst. Stelle dir selbst die Frage, lieber Bruder, liebe Schwester: Wie nutzt du deine Zeit? Wie nutzt du deine Jugend? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: 2 Gaben von den Gaben Allahs gibt es, in denen sich viele Menschen täuschen: Gesundheit und Freizeit. Die Zeit, liebe Geschwister, ist eine der größten Gnaden Allahs. Er gibt uns damit die Möglichkeit, ihm näher zu kommen. Er gibt uns damit die Chance, für unsere Seelen zu arbeiten. Er gibt uns damit die Möglichkeit, unseren Dienst an ihm zu vollbringen, unsere Waagschalen mit guten Taten zu füllen, um uns so den Eintritt ins Paradies zu gewähren. Für jeden Augenblick in deinem Leben wirst du zur Rechenschaft gezogen. Nutze deine Zeit. Subhanallah, für den wahren Muslim gibt es keine Langeweile. Der wahre Muslim hat Angst davor, seine Zeit totzuschlagen. Denn wir müssen stets mit dem Tod rechnen. Ibn Qayyim rahimullah sagte: Die Zeit zu verschwenden ist schlimmer als der Tod. Denn die Zeitverschwendung entfernt dich von Allah. Der Tod entfernt dich von der Familie. Wir müssen stets bemüht sein, Allah zu gedenken, unsere Gebete zu verrichten und unsere Pflichten gegenüber Allah zu erfüllen. Lasst uns unsere Zeit nutzen, damit wir vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit leeren Händen dastehen.